Mal überlegen, ganz kurz. Ja, sorry, hab gerade mal was getrunken. Ja. Okay, das stimmt. Nee, das stimmt nicht. So stimmt's. Jetzt muss man allerdings. Jetzt muss ich mir erstmal kratzen. Oh, so. Der stimmt jetzt auch. Nee, komm, wisst ihr was? Das dauert einfach ein bisschen zu lange. Ein Herzamulett. Und wir wissen auch schon, für was wir das brauchen werden. Ah, erstmal anders hinsetzen. Ich hab's im Moment so mit dem Sitzen, habe ich so das Gefühl. Ah, und ein Tagebuch. Oh, Entschuldigung. Könnt ihr mal kurz durchlesen, während ich mal auf die Zeit schaue? Gut, passt. Könnt ihr ja stoppen und durch. Oder ich kann mir mal grob das Ganze durchlesen. Okay, ich kann ja mal versuchen, es ein bisschen zu übersetzen, wenn ihr wollt. Oh mein Gott. Ich habe einen jungen Mann namens Pierre getroffen heute. Er hat mir ein paar Blumen geschenkt. Ja, er hat mir ein paar Blumen geschenkt. Ich liebe Blumen. Warum ist nur alles so kompliziert? Wieso können sich zwei Menschen. Wieso können zwei Menschen nicht einfach sagen, was sie füreinander empfinden? Meine Eltern wollten das sicherlich nicht. Es wäre nicht gut für mich. Oh ja, okay. Das kann man vergessen, das würde ich. Ich habe, wie gesagt, war nur ein kleiner Test. Nee. Dafür sind meine Englischkenntnisse jetzt nicht so hundertprozentig, dass ich mich jetzt hier zum Affen mache. Gut, wir haben das. Dann gehen wir mal da rein und verteilen das da schön. Oh. So gebrochen. You did it. You lifted the curse and my beloved and I are free. Well, almost free.
I need you to give Amelia the flowers I bought her. I should have done it a long time ago, but I was afraid. Now only you can do it, because you're the only one of us who is alive. The bouquet is in the dressing room. I put them there before Amelia died. I hope the flowers haven't wilted. Okay. Die Blumen. Sind... Hab sie. der Fisch. Die Kerze anzünden. Wo ist denn hier eine Kerze? Ich sehe gar keine. Aber für was haben wir dann Streichhölzer, um hier alles abzufackeln oder was? Ah, da ist eine Kerze. Ein Ring. Ein Kugelschreiber. Ein Schnuller. Was die hier alles aufbewahrt hat. Ein Socken. Meine Güte, sind alle voll die Messis hier. Okay, ein Rasierer. Ne, den fasse ich nicht an. Ein Herz. Ne, hier ist kein Herz. Ah, doch, hart. Ich sehe aber kein Herz gerade hier. Oder übersehe ich das nur? Ha, da ist es. Ein Knopf. Oh Gott, der Rest kann ich vergessen. Searing, was ist denn Searing? Nein! Zum Glück wird das gespeichert. Man muss nicht nochmal von vorne anfangen. Das wäre ja... Alter, das wäre... Naja. Na komm, mach schneller. Ah, Searing. Jetzt können wir dem alten Knaben da die Blumen geben. Wo ist der eigentlich? Hier, ne? Ach so, wie sollen sie ihr gehen? Ah, okay. Und sie lassen ein Herz fallen. Was an den Baum gehört, wie ihr sicherlich schon gesehen habt. Weshalb wir jetzt mit der Karte zurückgehen zum Baum. Ah, da ist er ja. In den Garten. Das Eisherz. Und wir kriegen ein Geschenk. Sehr schön. Direkt aus der Hölle. Ein Schlüssel. Vielen Dank. Aber jemand ganz schlechte Laune. Drei Herzen fehlen noch. Wir haben jetzt den Schlüssel, ne? Dann gehen wir doch mal mit der Karte. Dahin. In den Keller, 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 in den Keller, Keller, Keller. Na komm. Hä? Ah, aha, aha, aha. Ah. Okay, der nächste Schlüssel.
Und die nächste Tür. Ab geht's. Oh, ein Hotel. Ah, ein Toter. Mit einem Fototeil in der Hand. Ein Messergriff. Ein... Das war zu offensichtlich, die Melone. Da kann man was anschließen. Ein Fragment von irgendwas. Ah, da brauchen wir einen Schlüssel. Wo denn auch sonst? Oh, da fehlt ein bisschen was. Nicht mit bloßen Händen. Wie wär's mit der Zange? Oder den Schraubenzieher? Achso, wir haben das nur weggefahren. Ein neuer Geist? Gleich mal reden. It's nice to see someone new. Do you live here or are you just visiting? I come here a lot. Frank, my ex-boyfriend, runs an apartment here. I'm not to blame for what happened between us. Everything went sour, literally overnight. Then we broke up. And to forget about him, I agreed to marry a rich playboy. But I couldn't do it. You can't lie to yourself. Frank even came to the ceremony. But when he disappeared, I ran away too. Now I'm worried about him. He's known for doing crazy things. Speaking of which, I need to get into room 915 as soon as possible. It's on the top floor, and as luck would have it, the elevator won't come down. Der Aufzug will also nicht runterkommen. Ja, kann er aber schlecht, wenn er keinen Knopf mehr hat. Ach du. Ich sag schon gar nichts mehr. Ach du Scheiß. Wie sieht's hier denn wieder aus? Was hier überhaupt alles gesucht? Ich nutze die Cutscenes immer ein bisschen was zu trinken. In dem Durcheinander sieht man überhaupt nichts. Können wir jemanden überziehen? Flashlight, also Taschenlampe. Flashlight, ein Horn. Horn. Eine heiße Pfanne. Da stecke ich mir aber lieber eine kalte ein. Hallo, mach die Platte aus. Hier brennt doch alles ab. Coin. Wo kommt der Kamm her? Coin. Klebstoff. Oh, was müssen wir kleben? Knochen. Bestimmt nicht. Eine Schlange, ist klar. Schon wieder. Da ist doch nichts drin, Mensch. Nimm doch einfach mal das Zeug, wo man draufklickt, Junge. Ja, und was wollen wir kleben? Horn. Okay. Wir suchen also ein Horn. Ah, ja, ist es doch. Ah, Painting. Ah, aha, aha, aha. Was kriegen wir? Gummihandschuhe.
was wir damit alles anstellen können.